Moin, ich bin Florian von Autokorrektur. Bei uns erhaltet ihr die farbigen Sicherheitsgurte für jedes Fahrzeug und die Scheinwerfercover. Die Cover will ich euch heute mal am VW T6 vorstellen, wie ihr die montiert und demontiert. Zur Montage müsste erstmal die Haube geöffnet werden. Die Cover könnt ihr in so einer Tasche bekommen. Ist relativ knapp für die T6 Cover, aber sie passen noch rein. Vorbereitet haben wir sie mal in Mint, Türkis und in Smoke, Dunkel. Wir können sie aber in jeder Farbe anfertigen, also auch Schwarzglanz, Blau, Gelb, wie auch immer. Zur Montage einfach das Cover hier an der Ecke als erstes einmal einsetzen. Einmal drüber drücken das Ganze, dann rastet das hier auch schon richtig schön ein und es sitzt richtig perfekt drauf, wie so eine zweite Haut. Das Schöne an den Covern ist, dass die eben richtig dünn, flexibel sind. Die tragen da nicht auf oder so, da kann gar nichts passieren. Zum Abmachen habt ihr so einen Saugnapf dabei. Einfach an der Außenseite hier am Blinker einmal drauf und dann das Cover entsprechend wieder abnehmen. Ja, sitzt richtig gut. Zack. Und dann geht das Ganze wieder runter. Machen wir nochmal das Mint Türkis drauf. Das Mint Smoke. Das ist jetzt quasi dann ein farbiges Cover, was nochmal zusätzlich so eine Smoke-Optik hat. Sieht bei Licht aus, richtig cool aus. Und wenn wir jetzt mal Licht anmachen, dann sieht man halt so ein bisschen den Mintton dadurch. Ne? Kommt vor allem auch bei Gelb oder Rot richtig kräftig dann rüber. Abmachen, auch wieder Saugnapf drauf, das Ganze abnehmen, fertig. Ne? Das Schöne bei dem Smoke ist halt, dass der ganze Chrom alles weg ist und wir direkt eine richtig geile Optik haben. Das ist natürlich nur für Treffen, für Fotos und nicht für den normalen Straßenverkehr zulässig, da ihr euer Licht damit einfach reduziert. Ne? Wünsche ich euch viel Spaß damit.